Jetzt hat der Grüß Gott, Dropper Beast 1974, und heute möchte ich euch ein kleines Survival-Tool vorstellen. Das war ursprünglich mal ein Gärtnermesser, beziehungsweise ein Kastriermesser für kleine Ferkel. Ich blende euch gleich ein Foto ein, wie das vorher ausgeschaut hat. Und zeige euch mal direkt das Tool. Also es handelt sich hierbei um ein kleines Messer. Da habe ich die Klinge ein bisschen bearbeitet und den kurzen Griff erweitert. Da habe ich hier verschiedene Hölzer noch mit eingebracht. Hinten alles schön verpinnt, damit es auch hält. Ist von der Firma Extremena, wird es im Deutschen ausgesprochen. Ist aus 440C Stahl. Dazu habe ich eine kleine Scheide gebaut. Feuerstahl dran. Genügend Schnur dran, ein Stück Paracord und hinten ein paar Blättchen Kienspan. Ist alles sehr, sehr klein, sehr kompakt. Kann man auch als EDC tragen. Trägt nicht auf, wenn man es unter einem T-Shirt trägt oder so. Hab's jetzt ein paar Wochen dabei. Ganz schnuckeliges Teil, also in der Notlage. Besser wie nichts auf jeden Fall. Gar nicht schlechtes Teil. So, und wenn wir schon beim Zeigen sind, möchte ich euch hier ein neues Outdoor-Werkzeug zeigen. Und zwar kennt ihr bestimmt aus dem Discounter die japanische Handsicheln oder Handsense. Die gibt es dann mit einem richtig schön langen Stab. Mir ist der abgebrochen und abgesehen davon habe ich irgendwie dazu Nutzung dafür im Garten. Da habe ich mir oder bin gerade dabei, mir ein kleines Outdoor-Werkzeug zu bauen. Seht ihr, der Griff ist noch nicht fertig, der wird auch noch erweitert. Und da habe ich gerade mit zwei Bögen angefangen. Ein schöner Langbogen für meinen Sohn. Und ein Center Shot für mich. Und ich habe alles, also ich habe jetzt kein Zugeisen dabei, wenn ich unterwegs bin. Und die Sichel hatte ich aber dabei, weil ich schauen wollte, bringt es was in der Natur oder nicht. Und gerade von dem Bogen hier habe ich mir ein Reststück genommen, habe die Sichel da reingeklopft und schon hatte ich ein Zugeisen und habe die beiden Bögen quasi, gut, da habe ich jetzt auch schon mit anderen Werkzeugen dran gearbeitet, aber hier, der hier ist noch komplett mit der Handsichel gefertigt. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. So, ganz einfache Sache. An einem Ende haben wir ja einen Griff. Am anderen habe ich ein Stück Hasel reingeklopft und somit habe ich ein Zugeisen. Nettes Werkzeug irgendwo. Ich werde dann in folgenden Videos immer wieder mal zeigen, was man damit anstellen kann. Ist auf jeden Fall ein guter Helfer und man schont sein Messer. Ja, und ist für einen Haufen Tätigkeiten gut zu gebrauchen. Wie gesagt, ich werde dann immer wieder mal zeigen, was man damit alles anstellen kann. So, und das soll es für heute wieder gewesen sein. Danke wieder fürs Zuschauen und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Beast. Tschüssle.